funktioniert er wieder. Aber denkt dran, ihn in Zukunft öfter mal kontrollieren zu lassen. Bist du sicher, dass er wieder heil ist, Mike? Ich finde nämlich, es riecht hier irgendwie leicht verbrannt. Oh ja, du hast recht, Gwendolyn. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Es ist alles gut. Keine Panik. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Es brennt! Versuch's mal mit Meditieren, Mike. Sing einfach. Ich bleibe ruhig, ich bleibe ruhig, ich bleibe Singen ruhig. Könnt ihr später noch. Jetzt erst mal raus hier. Wir müssen sofort Feuerwehrmann Sam rufen. Er joggt schon den ganzen Tag, Sam. Ich hab's auch gesehen. Oh, also, Joggen sieht anders aus. Shh, Elvis. Armer Kerl, er ist völlig erschöpft. Er hat euch reingelegt. Den ganzen Tag joggen von wegen. Ein Brand im Kabeljau-Café. Du bist ein Kindskopf, Krüttling. Jetzt aber schnell! Schreit doch ein Baby, oder? Wo wollt ihr denn hin? Wir retten das Baby! Seit wann gibt es denn hier ein Baby? Das ist kein Baby, das ist Wollys Lämpchen. Es sollte nur ein Scherz sein. Und jetzt brennt es. Tut mir so leid. Schon gut, Sarah. Wir übernehmen das jetzt. Penny, du holst die Atemgeräte. Elvis, Schläuche vorbereiten. Und jetzt retten wir das Baby! Ja, Onkel Sam! Mein kleines Lämmchen! Ich wusste natürlich, dass das kein Baby war. Klar! Ich doch auch, Mike. Ich doch auch. Aber es ist ein Baby und es will zurück zu seiner Mama. Ich muss leider noch mal los, aber ich bin gleich wieder da, Mike. Hauptfeuerwehrmann Steele hat was mit der Nase. Fangt schon mal ohne mich an. Oh, endlich! Sehr gut. Jetzt können wir auch den Rauchmelder testen. Ha, funktioniert bestens. Und der Regen ist vorbei. Das nenne ich Glück. Hurra! Jetzt können wir doch noch im Garten feiern und das neue Lied hören. Also nicht gebrochen. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ist nur ein Kratzer. Oh, was bin ich froh, dass der Strom wieder da ist. Mike ist im Dunkeln nämlich nicht gerade der Hellste. Ja, kann ich verstehen. Nicht jeder bleibt bei Dunkelheit so ruhig und besonnen wie ich. Ah, die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helen. Oh, die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig. Und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein, du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helen. Hilfe! Feuer! Hilfe! Oh. Helen, tu doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, da ist ein Feuer ausgebrochen, und zwar im Haus der Flatz. Oh nein, das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Wir
Wir müssen gleich wieder los, Sam. Da sind sie ja schon. Also, ist noch jemand im Haus drin? Nein, niemand mehr. Gut. Penny, wir brauchen die Atemgeräte. Ist gut, Sam. Dreh doch bitte die Sicherung raus, Penny. Sind rausgedreht, Sam. Das wird sicher voll cool. Ich hab dir was zu essen mitge... Puppe? Puppe? Puppe! Wo bist du? Achtung! Fertig! Los! Gute Fahrt! Seht ihr? Vollkommen sicher. Jetzt bin ich an der Reihe. Aber der Go-Kart ist doch gegen die Mauer gekracht, Norman. Aber nur, weil die Puppe nicht weiß, wie man anhält. Tut mir leid, Trevor. Heute Morgen habe ich noch Keile unter die Räder gelegt. Ich verstehe nicht, wo die auf einmal geblieben sind. Achtung! Fertig! Los! Pass doch auf die Mauer auf! Norman! Benutz die Bremse! Welche Bremse? Norman! Norman ist vom Kai gestürzt. Los, Penny. Zum Hafen, Sam. Norman Price ist vom Kai gestürzt. In einem Go-Kart. Schon unterwegs. Jetzt aber los. Was hat er nur diesmal angestellt? Ganz ruhig, Norman. Jetzt sind wir ja da. Versuch dich an dem Seil festzuhalten. Oh, hoffentlich läuft die Übung gut. Dolly verlässt sich auf uns. Sie ist bei uns in guten Händen. Norman Price ist nicht zum Essen aufgetaucht. Irgendwo verschwunden in Pontypandy. Wir sollten Tom Thomas rufen. Vom Hubschrauber aus sieht er kilometerweit. Sehr gut, Sam. Das heißt, die geplante Übung kann jetzt trotzdem durchgeführt werden. Es geht los, Mandy. An welchen Stellen habt ihr denn bisher noch nicht gesucht? Nur auf der Feuerwache. Aber dort würde Norman sich doch nicht verstecken. Dann schauen wir dort mal lieber nach. Wow. Festhalten! Und essen magst du auch nicht? Das klingt nach Toms Hubschrauber. Na, was da wohl wieder passiert sein mag. Irgendwo muss es brennen. Ich kann den Qualm riechen. Alles klar, Sir. Das Feuer ist gezündet. Die Übung kann jetzt losgehen. Ausgezeichnet. Ich betätige den Alarm. Los geht's. Der Einsatz beginnt. Oh ja. Am Trainingsturm gibt es einen Notfall. Ein Feuer hat eine Person eingeschlossen. Im obersten Geschoss. Der Einsatz wird mit Jupiter und Venus gefahren. Viel Erfolg!
sofort da raus! Ich sehe nichts. Dann fliegen wir weiter zum Strand. Halt! Oh nein! Da oben im Trainingsturm! Das ist Norman! Ja! Hilfe! Hilfe! Hier! Das ist Norman Price! Was macht er denn da oben? Hilfe! Elvis, du löschst sofort das Feuer. Gut. Penny, Jupiter sichern und dann den Korb hochfahren. Jupiter steht sicher, Sam. Keine Angst, Norman. Sam holt dich da gleich raus. Oh, was hab ich gesagt? Natürlich macht er wieder Unsinn. Ist dir alles gut? Sam, hol mich bitte hier weg. Meine Lieblingskekse. Bravo, Elvis. Gut gemacht. Ach, was ist hier wohl wichtiger, Mandy? Tiger oder so ein blödes Stück Band? Tiger. Dad! 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 Hinter die Absperrung. Und zwar sofort. Oh, aber... Tu, was ich dir sage. Jetzt geh schon. Mein Werkzeug! Mein kostbares Werkzeug! Wir müssen Feuerwehrmann Sam verständigen. Ein Brand bei den Flats? Oh nein, die Feuerwerksparty. Hoppla, schon wieder. Bei den Flats brennt es. Das ist sicher, was mit dem Feuerwerk passiert. Cridlington, Sam, ihr nehmt Jupiter und ich halte hier die Stellung. Wo Tiger jetzt wohl stecken mag? Oh je. Hoffentlich hat er sich nicht in der Werkstatt versteckt. Jetzt sag doch sowas nicht, Norman. Da kommen sie. Sam! Sam! Tiger hat sich vielleicht in Dads Werkstatt versteckt. Schon wieder? Ich sehe gleich mal nach. Keine Spur von Tiger. Er war also ganz sicher nicht in der Werkstatt. Ach, das ist gut. So ein Glück. Ach, da bin ich aber froh. Ich will jetzt sofort nach Hause. Vielleicht ist Tiger ja schon zurückgekommen. Ich fahre dich. Aber wir haben doch noch gar nicht alle Raketen gezündet. Also für diesen Abend haben wir genug Raketen gesehen. Allerdings. Nie wieder Feuerwerk im eigenen Garten. Das ist zu gefährlich. So ein großes Feuer haben wir lange nicht mehr gelöscht. So lange, dass ich fast vergessen habe, wie es geht. Was war das denn? Hast du das auch gehört? Hey, na sowas. Das ist Tiger. Ein Notruf. Steinschlag am Strand verschüttet James Jones? Hauptfeuerwehrmann Steele ist vor Ort. James Jones wurde am Strand von einem Steinschlag verschüttet. Wir müssen Schnuffi mitnehmen, Penny. Und ich verständige Gwendolyn. Ein sehr guter Platz, um die Münzen zu vergraben. Hier oben wird Hauptfeuerwehrmann Steele sie ganz bestimmt finden. Klingt wie Jupiter. Was da wohl passiert ist?
Sam! Sehr schnell. Gut, da, er steckt irgendwo unter den Felsen. Such, Schnuffi. Such schnell James. Schnuffis empfindliche Nase wird genau feststellen, wo James verschüttet ist. Dann können wir ihn gezielt herausziehen, ohne weiteren Steinschlag zu riskieren. Er hat ihn gefunden. Gut gemacht, Schnuffi. Bist du verletzt, James? Nein, nicht ein Kratzer. Mich hat nichts getroffen. Ich bin nur von den Felsen ganz eingeschlossen. Penny? Wir brauchen schnellstens die Plane, um einen Schutz hier drüber zu errichten, falls noch weitere Steine herunterstürzen. Ist gut, Sam. Schön, dich hier zu sehen, Quirtling. Danke, Sir. Hallo, Sam. Das hätten wir. Vorsicht, James. Ich schau erst mal. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich hätte nicht zu den Klippen gehen dürfen, so wie Sie es gesagt haben, Hauptfeuerwehrmann Steele. Du hast sehr viel Glück gehabt. Warum musstest du auch gerade hier graben? Ich dachte, ich hätte ein Geburtstagsgeschenk für meine Mom entdeckt. Dabei war es nur eine verrostete Dose. Und ich wollte ihr doch so gern was ganz Besonderes schenken. Oh. James Jones, dass du gesund bist, ist doch mein allergrößtes Geschenk. Hauptfeuerwehrmann Steele, wollen wir nicht vielleicht noch einmal versuchen, diesen Münzenschatz zu suchen? Ich glaube, mir reicht es für heute mit dieser Schatzsucherei. Oh, doch nicht aufgeben, Sir, noch einen Versuch. Meinetwegen, mir nach, Crittleton. James! Norman! Kommt raus! Wir müssen zurück, sonst schließt uns die Flut ein! Wir brauchen Hilfe! Vielleicht sieht mich ja jemand von den Felsen aus. Ich wusste doch, dass es keine Dinosaurier mehr gibt. Gibt es wohl. Die sind einfach nur richtig gut im Verstecken. James! Was? Das Wasser! Wir sitzen fest, James! Ja, vor ein paar Stunden habe ich sie noch gesehen. Ich glaube, sie wollten runter an den Strand. Aber wo bleiben sie denn dann? Die Flut kommt doch gleich. Ich werde Feuerwehrmann Sam anrufen. Oh, James, Sarah, Norman, vermisst? Schade um das Essen. James, Sarah und Norman werden vermisst. Sie wurden zuletzt unten am Strand gesehen. Alarmieren Sie die Bergwacht, Sir. Tom kann aus der Luft suchen. Penny und ich suchen vom Wasser aus. Gut. Ich habe Sarah gefunden. Sie steht auf einem Felsen an den North Bay Klippen. Danke, Tom. Wir sehen Sie auch. Hilfe! Hier sind wir! Komm her, Sarah. Ich hab dich. Aber wo sind Norman und James? Die sind in eine Höhle gelaufen. Da drüben habe ich sie zuletzt gesehen. Der Höhleneingang sieht überflutet aus, Sam. Hilfe! 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 James, schau! Da schwimmt was unter Wasser auf uns zu. Ah, das ist ein Seeungeheuer. Aber Norman, Seeungeheuer gibt's doch gar nicht. Penny! Hallo, Jungs. Norman, komm zurück. Es ist nur Penny. Das wusste ich doch. Keine Angst. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Ich hol euch hier raus. Und was ist mit mir? Ich komme gleich wieder, Norman. Halt dich an mir fest, James. Wie tief ist das denn? Keine Sorge, James. Die Flut geht jetzt ja zurück. Und damit auch das Wasser. Komm schon.
Also langsam frage ich mich, ob Schnuffi überhaupt weiß, was er da tut. Vielleicht hat er ja auch nur Hunger. So wie ich. Mein Dad hatte wohl doch recht. Schnuffi ist in Wirklichkeit gar kein Rettungshund. Komm, wir bringen ihn zurück zur Feuerwache. Aus jetzt! Sei still! Halt, Mandy! Ich glaube, ich höre da was. Ach, Unsinn! Das ist der Wagen von meinem Dad! Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Mike Flatt hatte einen Unfall. Er ist im Keller vom Kabeljau-Café eingeklemmt. Unfall im Kabeljau-Café. Opfer ist eingeklemmt. Schwester Flatt verständigen. Es könnte sein, dass wir Ihre Hilfe brauchen. Okay, Sam. Ganz ruhig, Mike. Wir holen dich da gleich raus. Vorsichtig, Sam. Beweg ihn nicht. Wir müssen ihn ruhig stellen, falls er sich den Rücken verletzt hat. Ich hab den Krankenstuhl mitgebracht, Sam. Der Krankenstuhl nützt uns nichts, Elvis. Ohne Treppe kriegen wir den nicht runter und nicht rauf. Wir brauchen die Trage. Gut, also die Trage. Schön vorsichtig. Da! Hilfe! Hier unten! Hilfe! Und jetzt flieg los, Kleiner. Och, was hast du denn, mein Kleiner? Du bist doch jetzt wieder ganz gesund. Also flieg zurück zu deinen Freunden. Los! Vielleicht hast du ihn zu gut gefüttert, Tom. Hey! Eigentlich machte sich der Vogel ganz gut auf deinem Kopf, Tom. Hopsendes Känguru, nicht schon wieder. Tja, dem Piepmatz gefällt's hier eben, Tom. Denk dran, die Bergwacht ist nicht nur für Menschen da. Hilfe! 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 Es hat keinen Zweck, Mandy. So weit draußen kann uns niemand hören. Und was ist mit Charlie? Der ist viel zu weit weg. So laut kannst du sicher nicht rufen. Schnuffi? Aber wer ist da noch? Oh nein! Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Feuerwehrmann Sam, bitte! Norman Price sitzt auf einem Felsvorsprung fest. Das klingt für mich nach einem Fall für die Bergwacht. Ich nehme den Hubschrauber, Sam. Bis gleich. Verflixter Funkenflug. Jetzt aber los.
Frau Mandy, wo ist Norman? Da unten, Sam! Feuerwehrmann Sam, hier unten! Es wird alles gut, Norman, aber du musst mir jetzt ganz genau zuhören, damit ich dir auch helfen kann. Hallo, Tom? Norman, man! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, bitte rettet mich! Komm schon, Norman, man! Wir warten alle! Hilfe! Oh, bitte rettet mich! Hilfe, Hilfe! Hm? Hilfe! So rettet mich doch! Rühr dich ja nicht, Sarah! Hilfe, Fischer Charlie kommt zur Rettung! Hilfe mir! Hilfe! Hilfe! Oh, bitte rettet mich doch schnell! Alles klar, ich bin jetzt bereit. Aber ich nicht! Ich muss erst die Kamera wieder einschalten. Kommt jetzt endlich mal jemand her, um mich zu retten oder nicht? Ich komme, Sarah! Ich komme! Dad! Hilfe! Ich hänge fest, Sarah! Hilfe! Die Rettung ist nah! Norman Man ist da! Norman! Hör auf mit dem Quatsch! Du bist nicht wirklich ein Superheld! Ich lauf los und hol Feuerwehrmann Sam! Hilfe! Am Strand ist was passiert. Komm, Penny. Ja. Ein Unfall am Strand, Sam. Vielleicht eine Seenotrettung. Nehmt besser gleich das Rettungsboot. Sicher ist sicher. Hilfe! Ja, da ist er! Superheld! Jetzt kommt alles gut! Ein Glück, Sam Penny! Was ist denn passiert, Charlie? Ach, weißt du, im Prinzip nicht viel. Ich hab den Fels gerammt und bin dann über Bord gefallen. Und mein Fuß steckt in der Hummerreuse. Ich kann da nicht rauskommen. Oh nein. Ich tauche runter und sehe mir das an. Offenbar warst du ziemlich schnell, als du da aufgelaufen bist. Ich weiß. Ich wollte mich auch mal als Held versuchen. Alles überprüft? Ja. Gut. Halt durch, Charlie. Penny kriegt das hin. Das ist mal richtige Action mit einem richtigen Held.